So, und damit willkommen zurück zu LS22. Das neue Feld Nummer 42 ist jetzt fertig gegruppert, beziehungsweise Unkraut halt erstmal vernichtet. Jetzt geht es darum, die Steine loszuwerden. Also, Steinesammler, wo warst du? Baumwoll, Flüge, Mulcher. Düngersteuer, Mistspritzen, Walzen, bin ich schon vorbei, Ballenpresse, Tiertransport, Steinesammler, wo, Walzen, Grubberflüge, Mulcher, Steinsammler da. 100 PS, Arbeitsbreite 2 Meter, 255, 120 PS, okay, ist schon mal besser, 2 Kubik, hier passen doppelt so viel rein, okay, also der ist von der Arbeitsbreite einfach größer. Oder muss ich hier irgendwas hinten noch dran hängen? Ne, eine Kupplung ist nicht dran. Reifen Standard? Gibt's da eine andere Möglichkeit? Nein. Moment. Zurück. Steinsammler werden dazu verwendet, Steine von Feldern zu entfernen. Ja. Den mieten wir uns aber nur 2600. Alles klar. Steht beim Händler. Okay, unser super schmutziger Traktor darf den natürlich abholen. Das ist ja unsere stärkste Maschine, auch wenn der Steinsammler nur 120 PS angeblich braucht, nehme ich trotzdem erstmal unsere beste Maschine dafür. Reparieren lassen nochmal. Platz haben wir uns ja ausgedacht, wo die Steine nachher hin sollen. Von daher nicht genau, was wir noch an Kosten haben. Moment. Das Gewicht für 13 Euro reparieren. 1600 Traktor. So. Immer noch schön schmutzig. Sehr gut. Die doofen Bewohner müssen sehen. Oh, Moment. Tanken können wir vielleicht auch mal. Euro, das ist ja geschenkt. So. Und ankuppeln.
Können wir hier eigentlich auf der Straße erstmal bleiben? 42 war ja hier angrenzend von der Straße. Leider für den Steinsammler keine Pflegebereifung. Aber egal. Anschalten. Muss ich den ausklappen? Klar, ausklappen. X. Irgendwie breit ist das. So. Dann senken. Einschalten. Die Steine kommen da scheinbar nicht zusammen. Okay, dann lassen wir mal einen Helfer fahren. Dann können wir uns mal die Maschine hier ein bisschen anschauen. Also so wie der die Erde umwühlt, hätte der wahrscheinlich das Unkraut weggemacht. Wendest du? Machst du das vernünftig? Hätte ich mir echt ersparen können. Der Karte kurz schauen, ob der irgendwie das Feld beschädigt drunter. Früchte, Gras. Zählt weiter als gegrubbert. Wenn ich gegrubbert wegmache, nix. Ein bisschen Unkraut steht noch. Mal gucken, ob das verschwindet. Schauen wir mal. Sonst, wie viel kostest du? Also das war so super teuer. Was bist du? Oh Gott. Und wir gehen wieder hier runter. Ach Quatsch. Unkraut. Haut mal offen lassen. Mit einem guten Tempo macht er das. Also da bin ich schon zufrieden. Jetzt ist nur noch fraglich. Die Sämaschine, die ich habe, kann die komische Hirse pflanzen? Meine Sämaschine. Sätechnik. Ist das meine Sämaschine? Das müsste, glaube ich, die Hirse sein. Sieht meine Sämaschine so aus? Ach stimmt, ich verwechsel das gerade wieder mit der Dünger. Ja, okay, kann durchaus sein.
kann durchaus sein, dass unsere Seemaschine so ausschaut. So, wir haben 170 Liter Steine. Das ist ja nix. Und dafür miete ich eine Maschine, die 2.500 kostet. Oder bezahle 2.500 für die Miete. Ja, auch wieder super. Super Entscheidung von mir, würde ich sagen. Noch steht das Unkraut hier. Ist nicht als weggeweckt. Wieder Außenperspektiven machen. So, hier jede Menge Steine, jetzt muss was kommen. 5, 6, 7. Ein paar Liter sind dazu gekommen. Ihr Krähen geht da weg. Wie kann ich auf meinem Feld Saatkrähen haben, wenn ich keine Saat habe? Was fressen die Steine? Ja, fliegt weg. Ja, Diebe. Schon die nächsten Raben, Krähen, was auch immer. Die Krähen Rabenvögel oder Raben Krähen fliegen. Und wieder eine gelandet. Hey, werden verrückt. So, Unkraut, wie sieht's aus? Nee. Diese Maschine unternimmt nichts gegen Unkraut. Der Traktor Pflegebereifung. Ich weiß es nicht. Saatmaschine. Da können wir eigentlich schon vom Helfer sehen lassen. Nicht so weit. Nicht so weit. So.
senken. Sägemaschine aufklappen. Anschalten. B. Kann ich im März? Moment, ich hatte doch extra geguckt. Sonnenblume. Hafer. Hafer nutzt mir aber gerade nichts. Scheiße. Okay, müssen wir noch einen Monat warten. Gut, dann springen wir hier nochmal rein. Erstmal zurückzahlen können. Gegebenenfalls könnte ich hier außenrum noch mal Gras bzw. Heu machen. Von der Masse her würde ich sagen, es lohnt sich nicht, jetzt irgendwie einen Ballenwickler zu holen. Silageballen zu machen. Also wird es wohl bei Heu erstmal bleiben. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Was soll ich tun? Ich würde erstmal Paletten verkaufen in der nächsten Folge. Kann man ein bisschen mit dem Gabelstapler rumspielen. Ein bisschen üben. Stapler zu fahren. Ah,
Na gut, beenden wir hier mal diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.